Es gibt eine Eidechse, die Sonneneidechse genannt wird. Der Physiologus sagt von ihr, dass sie, wenn sie alt wird, an den Augen Schaden nimmt und sie erloschen sind, so dass sie das Licht der Sonne nicht mehr sieht. Was tut nun ihre gute Natur? Sie sucht eine nach Osten gelegene Mauer und kriecht in eine Mauerspalte, die nach Osten blickt. Und wenn die Sonne aufgeht, werden ihre Augen geöffnet und sie werden gesund. In dieser Weise suche auch du, o Mensch, wenn du das schlechte Gewand des alten Menschen hast und die Augen deines Herzens trübe werden, die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit, unseren Herrn Jesus Christus, dessen Name Aufgang genannt wird im Propheten, und er wird die Augen deines Herzens öffnen.